Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dauntless, hoffentlich einem sehr interessanten Part für euch. Ich habe wieder ein relativ starkes, wenn nicht sogar sehr starkes Bild zusammengestellt, das man für Eskas nutzen kann, für Flawless Runs nutzen kann, auch für ganz normale Jagden letzten Endes nutzen kann. Wirklich ein sehr, sehr starkes Bild, ist absolut Damage-orientiert, sage ich mal. Und warum das Ganze? Ich wurde in letzter Zeit wieder öfter gefragt, ja, wie legst du das und das Monster Flawless, ich krieg das nicht hin oder das ist schwierig und so weiter. Und ich möchte euch eigentlich hier eine Möglichkeit zeigen, jo, das kann wirklich nochmal jeder, sag ich mal, mit dieser Möglichkeit. Und es ist auch, sag ich mal, standhaft sozusagen, also auch in der Zukunft standhaft, denn natürlich spielen wir jetzt hier mit dem Crit-Trank. Wir sind gar nicht so auf Crit ausgelegt, da ist nur Disziplin 3 drin, aber das ist ja trotzdem nicht schlecht. Wir haben ja trotzdem eine hohe Crit-Chance durch den Disziplin-Trank. Katalysator wird sich da ja auch noch irgendwie auswirken, weiß ich nicht ganz genau, dass der Crit-Trank da verbessert wird. Und wir haben noch 7,5% Crit-Chance generell mit drin, also irgendwas Pi mal Daumen 32 oder mehr Prozent werden wir haben auf eine Crit-Chance. Was haben wir noch drin? Der Panga-Hammer hat ja eine Verteidigungszelle. Dort habe ich jetzt Parasitismus reingesetzt. Dort könntet ihr auch Standhaftigkeit zum Beispiel reinsetzen. Wäre eine Möglichkeit. Oder eine Zelle Eisgeburt. Aber ist natürlich alles nicht so geil. Ich würde schon bei Para eigentlich letzten Endes bleiben. Als Spezial habe ich hier den mächtigen Landbrecher mit drin. Da könnt ihr im Team natürlich halt, sage ich mal, den Schadensbuff hinlegen. Oder ihr selbst springt einmal so hoch und gebt euch den Buff vorher. Ihr seht es ja immer im Video, wie ich das dann halt mache. Das erweiterte Magazin habe ich noch drin, um da halt ein paar Schüsse mehr am Start zu haben, beziehungsweise einfach mehr Damage zu machen. Was haben wir noch drin? Ja, wie gesagt, es ist ein Cutter-Build. Natürlich, Cutter-Builds sind nicht immer beliebt, weil sie natürlich letzten Endes sehr teuer sind, weil man mit den Tränken spielen muss letzten Endes oder sollte. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Aber trotzdem für die Flawless Runs zu laufen oder vielleicht die ein oder andere spaßige Eskalation ist es ganz lustig. Aber ihr könnt natürlich hingehen und könnt sagen, nee, stattdessen hole ich mir zum Beispiel Leitung mit. Des Weiteren ist das Bild veränderbar. Ich habe die Shrike-Laterne hier jetzt drin. Ihr wisst ja, ich mag die Schweiglaterne. Logisch wäre es natürlich auch gewesen, jetzt hier mit einer Emberman-Laterne zu spielen oder auch mit einer Drask-Laterne wäre alles möglich gewesen, um am Anfang relativ viel Schaden rauszudrücken und so weiter. Hätte sicherlich auch noch einen spürbaren Effekt gehabt. Ich mag die Schweiglaterne, sie macht mich schön schnell. Das mag ich natürlich als Hammerspieler generell. Und am Schluss seht ihr jetzt noch eine Eskalation oder ein Ende einer Eskalation sozusagen, wo ich einfach mit einem Random gelaufen bin. Und da seht ihr schon, da macht die Schweiglaterne einfach mega Spaß, vor allem wenn alle vier die Schweiglaterne dann haben. Also ich werde es auf jeden Fall mit meinem Team mal spielen und das mal so durchgehen, dann mit alle vier Shrike, mit diesem Bild. Ich glaube, da haben wir eine Menge Spaß. Das Bild ist noch mit Raubtier drin. Wir haben halt hier die Malkarion-Handschuhe. Wäre umbaubar, dass man dort halt auch die vulkanischen Handschuhe, oder wie sie heißen, mitnimmt. Also dort, wo auch die Zusatznutzenzelle drauf ist, die von Helion, glaube ich, ist das. Müsste das von Helion sein, die Handschuhe. Und dass man halt an den Füßen dann noch was ändert. Dort könnte man zum Beispiel dann die Drax-Füße mitnehmen, um Gerissenheit mitzunehmen. Weil dort habe ich jetzt halt den Dornenschritt, also Markarion und Dornenschritt habe ich hier drin. Ich habe hier eigentlich das typische Full-Damage-Bild, sage ich mal, Shroud, Malk und hier Dornenschritt. Jo, wie gesagt, könnte man dann umstellen, mit den vulkanischen Handschuhen sind es, glaube ich, mit der Zusatznutzenzelle drauf und dann halt eben mit Drask und dann könnte man, habe ich Drask, stimmt, nenne Drask Drax natürlich, die Drax Schuhe und man könnte am Brustpanzer dann auch Drax nehmen, weil Shroud braucht man ja nicht, also man braucht ja nicht dreimal Wut, man hätte ja zweimal bei den zwei Shroud-Teilen hätte man ja schon Wut und bei den vulkanischen Handschuhen dann auch wieder. Also könnte man dann Helion und dann Drax spielen. So könnte man es auch machen, so könnte man es umbauen, da hat man kein Raubtier mit drin. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich, was ich da meine. Aber für die erfahrenen Spieler, die wissen da eh Bescheid. Hier ist es eher, soll es sich auch wieder an unerfahrenere Spieler richten. Die können halt eben mit diesem Bild super leicht die Flawless Runs halt eben laufen. Und ihr seht es hier, selbst für die Eska ist es eigentlich ganz gut. Ich habe natürlich jetzt meinen Raubtier-Effekt jetzt hier eventuell verloren, weil ich da gehittet wurde. Aber trotzdem ist das natürlich schon ganz geil. Und man übt einfach auch mal ein bisschen Flawless zu rennen. Ich glaube, jetzt werde ich auch nicht mehr getroffen. Und dann hat man natürlich schon einen schönen Schadensboost dann am Start. Also es macht auf jeden Fall mega Laune. Ich habe den Bild jetzt ungefähr eine Stunde oder so gespielt.
und der hat echt absolut Laune gemacht, hat richtig reingehauen. Und mir fällt hier gerade auf, dass sogar was im Video, glaube ich, gefehlt hat. Also ich habe auch ein, zwei Flawless Runs gemacht, die jetzt hier gar nicht im Video erschienen sind, glaube ich zumindest mal. Wenn jetzt, ich weiß gar nicht, ob Stormglow jetzt zu sehen war zum Beispiel. Den hatte ich nämlich selbst noch gar nicht und konnte das mit dem Bild halt wunderbar machen. Hier einfach random mit einem reingegangen, knallt richtig rein. Am Anfang, wie gesagt, den Schadensbuff für sich selbst legen oder halt eben auch für die Gruppe. Dann halt beim Monster einfach mit einem Anlauf, also mit einem aufs Monster zulaufen, abspringen. Also mit der Y-Taste, mit der Schusstaste beim Hammer sozusagen, jetzt hier bei der Xbox. Dann den Kopfschlag machen, da hat man schon richtig schön Betäubung am Kopf und hat auch den Panga-Effekt dann auf dem Kopf und es knallt einfach richtig rein. Die Panga-Waffen sind ja eh mega stark geworden. Da habe ich mir gedacht, okay, machst mal wieder so ein Stunlock-Bild mit Panga und es haut halt einfach echt richtig rein. Es macht richtig Bock, hat richtig Spaß gemacht, diese Stunde mit dem Bild zu spielen. Ich werde es, wie gesagt, mit meiner Truppe dann auch nochmal nachspielen. Generell habe ich mich natürlich jetzt ein bisschen verhaspelt mit den Bilderklärungen da. Das ist immer schwierig, wenn man dann nicht, sage ich mal, das vor sich sieht. Das kann ich vielleicht dann mal noch machen oder kann dann, wenn ich mit der Gruppe das spiele, das dann für die SK nochmal genauer vorstellen, wie man es dann ohne Raubtier auch spielen könnte. Aber mir hat es so, dann ist es halt, sage ich mal, noch crit-orientierter, macht sicherlich auch richtig Spaß. Und hier ist es halt dann ein bisschen schadensorientierter und man hofft ein bisschen auf Crit-Luck. Aber jo, macht richtig Bock, geht richtig steil ab, hat mir echt Spaß gemacht und auch den ein oder anderen Erfolg beschert. Hier ist das Bild, könnt ihr so nachbauen, macht mega Laune, wirklich, müsst ihr mal spielen, solo, könnt ihr eigentlich alles flawless laufen, was euch so fehlt, sage ich mal. Ganz wenige Monster sind damit nicht zu machen, sage ich mal. Und ansonsten ist da relativ viel machbar und macht richtig Laune. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß mit dem Bild. Hier gibt es natürlich noch, habe ich noch ganz kurz das gelassen, hier könnt ihr natürlich Betäubungstrank oder Crit-Trank als dritten Trank mitnehmen. Rein theoretisch auch ein Angriffsmast oder sowas, auch möglich. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.